Herzlich willkommen zu Episode Nummer, ich weiß es nicht, ich glaube Episode 10. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Erstmal, bevor wir hier anfangen, möchte ich sagen, vielen Dank für die ganzen netten Kommentare unter den ganzen Videos. Das freut mich wirklich immer echt sehr, mir das alles durchzulesen. Und dafür, weil ihr so nett seid, habe ich mir gedacht, verschenke ich einfach ein paar Football Manager 23. Ich weiß nicht, ob das die Mehrzahl ist, aber ich sage jetzt auch mal, dass das die Mehrzahl ist. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst einfach nur unter dieses Video kommentieren, was ist euer Lieblingsspieler bei Almirante Brown, also bei unserem Almirante Brown in dieser Saison. Was ist euer Lieblingsspieler und ihr müsst auch ein Abo dalassen. Das sind die beiden Teilnahmebedingungen. Schreibt einen Kommentar und seid dabei. Ich verlose insgesamt 3 FM23 hier unter diesem Video. Zur Feier des Tages auch, denn heute, ihr seht es hier an der Tabelle, hier oben, heute geht's in das Saisonfinale. Wir haben 62 Punkte, Platz 1 hat 66 Punkte, die haben aber schon gespielt. Das heißt, falls wir das nächste Spiel gewinnen sollten, sind wir nur noch einen Punkt hinter Platz 1, hinter dem direkten Aufstieg und wir spielen noch gegen San Telmo. Also heute ist ein ziemlich krasser Tag. Wir werden das Ganze wahrscheinlich, also wenn wir es heute hinkriegen, direkt aufzusteigen, dann wird es eine Folge werden wahrscheinlich. Wenn wir die Playoffs spielen müssen, dann ist das Saisonfinale an sich Folge 1 quasi des Saisonfinales und die Playoffs werden dann Folge 2 sein. Aber das werdet ihr dann ja sehen. Das wissen wir jetzt alle noch nicht und ich bin mega gespannt, wie es laufen wird. Und ich habe mich ehrlich gesagt schon die ganze Woche drauf gefreut, ey. Ich habe die ganze Woche schon drüber nachgedacht. Ich wollte immer schon weiter zocken. Ich habe auch überlegt, unter der Woche meinen Stream anzumachen, habe dann aber leider irgendwie nicht die Zeit gefunden. Aber so sehen wir uns jetzt am Sonntag. Übrigens, jeden Sonntag 18 Uhr ist der Stream an, ne? Also, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, was ist seitdem passiert? Ich weiß es tatsächlich selbst gar nicht mehr so ganz genau, weil es schon wieder ein paar Wochen her ist. Ich habe tatsächlich, nachdem ich den Stream letztes Mal ausgemacht habe, habe ich noch ein paar Spiele gemacht. Ich wollte ja ganz gerne noch ein bisschen weiterkommen, dass wir heute das Saisonfinale haben. Und ich zeige euch mal die Ergebnisse und die sehen so aus. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Spiel des letzten Streams war. Ich meine, das müsste wahrscheinlich Flandria gewesen sein oder sowas, ne? Also hier irgendwie ein 1-0. Kann sein, dass es das gewesen ist. Ich weiß es aber nicht so ganz genau. Wir haben zwischenzeitlich ein paar Probleme gehabt damit, die Dinger zu machen. Das sieht jetzt hier erstmal nicht so aus. Drei Tore. Hier haben wir zweimal 4 Tore geschossen. Aber besonders, wenn Chidi Akoneto nicht gespielt hat, haben wir wirklich Probleme gehabt. Hier gegen Gimnasia, gegen Santa Maria und gegen Instituto hat er entweder nicht gespielt oder dann eine schlechte Leistung hingelegt. Also wenn man kann sagen, wenn Chidi nicht funktioniert, dann funktioniert Almirante Brown nicht. Ja, aber dann ist so ein bisschen, also vor dem vorletzten Spiel scheint so ein bisschen der Knoten geplatzt zu sein. Denn dann wir haben zweimal 4-1 gewonnen. Ayala hat getroffen, das war sein zweites Tor, unser Neuzugang des letzten Streams. David Ayala, richtige Maschine. Außerdem hat Wilder gemacht und Patricio Nunez, der ist ja auch wieder zurück, der war ja verletzt eine ganze Weile, hat sich, ich weiß gar nicht mehr, was er hatte, irgendwie sich den Knöchel verstaucht oder so, 5 bis 6 Wochen raus. Aber der kam wieder zurück, hat direkt 2 Dinger gemacht und dann hat im letzten Spiel tatsächlich Krupschi auch mal wieder eingemacht. Der ist ja relativ schwach reingestartet. Wir haben den ja geholt. Wir haben uns sehr gefreut, dass er gekommen ist. 21 Jahre jung, hochtalentierter Junge. Aber wenn man hier mal so ein bisschen auf die Form schaut, hier sieht man es. Hier ist die Durchschnittsnote in dieser Spalte. Für alle, die auf YouTube zugucken, ihr könnt übrigens, wenn ihr euch irgendwas zu klein ist, weil teilweise ist es zu klein, wenn ihr vor allem am Handy guckt, dann könnt ihr den Bildschirm größer zoomen auf YouTube. Also das geht. Falls ihr das noch nicht wusstet, dann könnt ihr euch die Statistiken hier vielleicht mal ein bisschen genauer angucken. Aber jedenfalls seht ihr hier seine Durchschnittsnote immer so eine 6,6, 6,7. War nicht wirklich Teil des Spiels irgendwie bei uns. Aber in den letzten Wochen ist er dann so ein bisschen besser reingekommen. Hat im letzten Spiel dann auch sein erstes Tor. Nee, das ist sein zweites Tor gemacht. Hier hat er schon mal eins gemacht. Also bei dem läuft es mittlerweile ganz okay. Den kann man zumindest aufstellen. Und ich habe ihn ja eben schon angesprochen, David Ayala. Der hat tatsächlich keine Zeit gebraucht, um hier reinzukommen. Also jedes Mal, wenn ich mir diese Attribute angucke, freue ich mich einfach, dass er hier ist. Also wir mussten uns finanziell tatsächlich echt strecken mit 102.000 Euro im Jahr. Und ich glaube, wir haben dem auch eine Ausstiegsklausel mit reinschreiben müssen. Vor allem für Vereine in höherer Liga. Aber wenn wir dann aufsteigen sollten, dann ist die ja auch raus, diese Ausstiegsklausel. Insofern ist sie vielleicht schon passé nach dem heutigen Stream, aber wenn wir auch bei ihm mal in die Form gucken, sehen wir, dass er einfach eine absolute Maschine ist. Er trifft, er gibt Vorlagen und was mir besonders wichtig ist, ist diese Spalte hier, die entscheidenden Pässe, weil das ist der Junge, der eben diese Bälle spielen soll. Der soll entweder die Vorlage zur Vorlage geben oder dann eben die Vorlage zum Torschuss oder zum Tor und das macht er halt richtig gut. Hier in diesem Spiel gegen Agropecuario Argentino hat er 7 entscheidende Pässe
Prinzessin gespielt, was ein unfassbar guter Wert ist für einen Achter, den er ja bei uns spielt. Ich habe mich, ihr seht es hier auch an der Rolle, ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, welche Rolle er spielen soll oder welche Rolle er generell spielt. Ich habe ein bisschen was an der Taktik geändert und zwar habe ich den Sechser zu einem Achter gemacht. Also die Rolle ist gleich geblieben, BM auf Verteidigen, aber ich habe ihn mal ein bisschen weiter nach vorne gezogen, weil vor allem, wenn Wilder spielt, mag ich es halt sehr gerne, dass er schon weiter vorne mit anfängt zu pressen. Wenn wir ihn hier als Sechser spielen lassen, steht er schon immer sehr, sehr, sehr tief und ich habe ihn halt gerne ein bisschen weiter vorne, weil er da im Pressing auch aktiver ist und zudem außerdem noch ein bisschen besser ins Spiel eingebunden wurde und das kann er auch sehr gut. Er ist ja technisch auch ziemlich, ziemlich gut. Gute Ballannahme, gutes Passspiel, Übersicht ist auch stark. Also der ist auch definitiv in der Lage, einen guten Pass zu spielen, abseits seiner Fähigkeiten gegen den Ball. Ja, das ist eigentlich die einzige Änderung, die ich taktisch gemacht habe. Ayala spielt hier einen vorgeschobenen Spielmacher auf Unterstützung jetzt mittlerweile, was er auch sehr gut macht. Kamara, unser Senegalese, spielt einen Mesala auf Angreifen. Ja, und auch das macht er. Auch das macht er echt gut. Er ist ein bisschen größer geworden noch. Ich glaube, er war vorher 1,65, jetzt ist er 1,75, jetzt ist er 1,76. Ja, Nunez spielt mittlerweile den Schattenstürmer. Und wir haben so ein kleines Luxusproblem, was das angeht, weil, also jetzt im Moment haben wir kein Luxusproblem, weil Vasquez im Moment leider sich die Hüfte verletzt hat. Aber wenn Vasquez fit wäre, dann hätten wir ein Luxusproblem, dann hätten wir viel zu viele Kreative. Aber mit der Hüftverletzung, die er sich, ich glaube, vor ein paar Wochen hat er sich halt diese Hüftverletzung zugezogen und fällt dann jetzt halt 3 Monate aus. Also der ist für den Rest der Saison raus, Juan Manuel Vasquez. Das ist sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, durch unsere ganzen Transfers, die wir im letzten Stream gemacht haben, beziehungsweise im letzten Video, können wir uns das absolut leisten, auch mal auf ihn zu verzichten. Außerdem, was ein bisschen bitterer ist, Ramiro Martinez hat sich verletzt. Das ist unser Stammkeeper und der ist 2 bis 4 Wochen draußen. Leistenzerrung. Das ist richtig bitter. Das ist richtig, richtig, richtig bitter, weil das ist halt diese entscheidende Phase der Saison. Wir müssen halt jetzt aufpassen, dass wir irgendwie, ja, dass wir vorne mehr Tore schießen, als der Gegner schießt. So. Ja, Fußballphilosophie mit Junukas, ne? Aber ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Es entsteht halt Gatas im Tor. Ballername 1. Ja, Ballername 1. Sonst ist es, ja, was hat er? Reflexe 10, Beweglichkeit 10. Also nicht gut, nicht gut. Er ist groß, das spricht für ihn, aber alles andere, er ist kein wirklich guter Torwart. Immerhin ist er ganz gut bei hohen Bällen und sowas. Rückpass ist eher nicht so. Also Gatas ist kein mitspielender Torwart. Das auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Da können es durchaus krachen und pfeifen. So kann man es vielleicht ausdrücken. Ja, ich glaube aber, dass Gatas im letzten Spiel schon gespielt hat, meine ich. Nee, hat er noch gar nicht. Guck mal hier. Der hat er noch gar nicht. Nee, guck mal. Es hat sich hier, Martinez hat sich nämlich gerade verletzt. Und Gatas kriegt gleich sein erstes Spiel. Und das Schlimme ist, Gatas ist ebenfalls angeschlagen. Und der kann in 3 Tagen wieder ins Training einsteigen. Was auch sehr ungünstig ist, weil wir morgen schon gegen Gymnasia spielen. Und die sind Vierter. Also das ist alles ein bisschen ungünstig, kann man sagen. Naja, was willst du machen? Torwart stand eigentlich auch so ein bisschen auf der Einkaufsliste vor der Saison. Habe ich mich dann irgendwie doch gegen entschieden. Weil wir haben ja Ramiro Martinez, der voll okay ist, der sogar voll gut ist. Auch er übrigens bei der Name 5, ne? Ebenfalls kein mitspielender Torwart. Aber das steht, also nächstes Saison brauchen wir, egal in was für einer Liga spielen, brauchen wir einen Torwart. Wenn wir erste Liga spielen, dann brauchen wir einen besseren Mann als Martinez, sage ich mal. Ich denke, da werden wir schon fündig werden, was das angeht. Ja, aber was dann noch passiert ist, ist, dass wir einen kleinen Bericht von unseren Scouts bekommen haben, beziehungsweise neue Vorschläge. Und da waren wieder, was mittlerweile das Interessanteste fast ist, sind die Beraterangebote, weil die sind richtig, 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 richtig gut. Und die habe ich fast alle mal zum Probetraining eingeladen, weil die eben alle ablösefrei waren. Und schaut euch mal an, wen wir da so haben. Ich kann einfach nach Fähigkeiten sortieren, was schon ein sehr gutes Zeichen ist. Wir brauchen nächstes Jahr auf jeden Fall einen Innenverteidiger. Und da haben wir so jemanden wie so ein Alexis Perez mit dabei, der wirklich gut ist, der sicherlich auch erste Liga spielen kann. So ordentlich kräftig, gutes Stellungsspiel, Tackling, Passen, Deckung, richtige Maschine. Der wäre ablösefrei zu haben. Dann haben wir noch einen Rechtsaußen, Hugo Palacios. Auch der ist jetzt nicht unbedingt. Ist auch ein guter. Also wenn wir auf der Position jemanden brauchen, dann können wir den nehmen. Und dann haben wir eben Torwart, ne? Sifiso Mlungwana, für den wir dann auch noch einen Spitznamen bräuchten. 1,95 Meter groß, gute Sprunghöhe. Ja, das könnte eine Option sein. Zumal wir, wenn wir aufsteigen sollten, ja auch ein paar mehr Ausländer im Kader haben dürften. Also den könnten wir dann vielleicht holen. Ist auch keiner dran und so, ist ablösefrei verfügbar, hat vorher nur in Südafrika gespielt. Das wäre eine Idee. Aha, da haben wir noch den hier, Moreno. Außen. Ich glaube, irgendwer war noch da. Oh, den kannte ich sogar irgendwo her. Billy Arce.
Weiß ich nicht. Er jedenfalls. Ist auch gut. Ist auch ein guter. So, eine Sache war noch. Ach so, was VDDWNB im letzten Video oder im vorletzten Video für YouTube geschrieben hat, ist eine Information, die ich auch nicht kannte. Und zwar ist unser Topstürmer hier, Chidi Akuneto, der war letztes Jahr 2022 Torschützenkönig der nigerianischen Liga, hat 19 Tore geschossen, hat den Golden Boot gewonnen und dafür eine Prämie von 7.500 € erhalten. Kleiner Fun-Fact über Chidi Akuneto. Ja, fand ich sehr interessant. Falls ihr generell irgendwie coole Fakten zu den Spielern oder sowas habt, dann hau das in die Kommentare. Finde ich immer ziemlich interessant. Achso, FLXK hat geschrieben, wieder ein nices Video. Kannst du in den nächsten Videos ein bisschen auf die Zahlen von Vereinen und Fans eingehen? Also Zuschauerschnitt, verkaufte Dauerkarten und so ein Zeugs. Ich würde sagen, ich weiß nicht so ganz genau, wie das vor Beginn unseres Saves aussah, aber so sieht es mittlerweile aus. Wir haben 107.000 Follower in Social Media tatsächlich. 6.900 Dauerkartenbesitzer, also unser Stadion ist ja 25.000 Plätze groß. Da finde ich 6.900 Dauerkartenbesitzer eigentlich ganz gut. Wir haben aber, also im Schnitt kommen bei uns so 10.000 oder 11.000 Leute ins Stadion. Beim 25.000er Stadion ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, aber das heißt auch, dass wir unser Stadion auf Sicht noch nicht so unbedingt ausbauen müssen. 15% Ultras mit dabei, was eine ganze Menge ist, finde ich. Ordentlich normallos. Nur 2% Geschäftsleute, das wird dann hoffentlich mehr werden, wenn wir aufsteigen sollten. Ja, das dazu. Wir können nochmal generell in die Liga reingucken, was den Zuschauerschnitt angeht. Bevor wir dann wirklich reinstarten in das erste Spiel. Das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren. Teams detailliert. Da, Zuschauerschnitt, wie sieht denn das so aus? Guck mal, wir sind auf Platz 4, was den Zuschauerschnitt angeht. Wir haben 10.000 Zuschauer im Schnitt bei uns im Stadion. Kannst du mal sehen. Belgrano ist der größte Verein der Liga. Dann kommt San Martin de Tucumán. Die sind, glaube ich, letztes Jahr abgestiegen. Und dann Instituto mit 15. Dann kommen auch schon wir. Also wir sind einer der reichweitenstärksten Clubs im Land. Ja, dann lass uns doch einfach mal ein bisschen in die Zukunft gehen, oder? Was heißt in die Zukunft gehen? Ich klicke mal auf Fortfahren. David Ayala, gut trainiert. Ohne Scheiß, man merkt, wenn man David Ayala spielen sieht, siehst du halt wirklich, dass der Junge verdammt gut ist. Wirklich. Also die Pässe kommen alle an, der hat die richtigen Ideen. Und was mich immer besonders freut, ist wenn ein Spieler auch im Pressing funktioniert. Der hat eine richtig gute Stellung gespielt und das fällt einem in der Match Engine hier wirklich auf. Das war ein mega nicer Transfer, den wir da gemacht haben. Mega, mega nice. Und der wird sogar noch besser. Der wird sowas von besser. Ach so, eine Sache ist noch passiert, von der ich euch berichten muss. Und zwar haben wir ja im letzten Stream, hier, ich zeige ihn euch nochmal. Zwar haben wir im letzten Stream den Jung hier, Hossein Utal, haben wir zur Leihe geholt. Das ist ein Stürmer gewesen, ein senegalesischer Stürmer. Den haben wir geholt, damit Lamine Camara glücklicher wird, weil der ja die Verpflichtung eines Senegalesen gefordert hat, um sich besser einleben zu können. Haben wir gemacht. Der ist dann zu Leihe gekommen von Lanus. Hat kein Spiel gemacht. Ich habe ihn dann irgendwann mal, ich habe ihn, glaube ich, einmal eingewechselt oder sowas. Ja, hier. Ich habe ihn einmal eingewechselt und tja, dann hat Lanus ihn wieder zurückgerufen. Er war, ich weiß gar nicht, wie lange er hier war. Irgendwie einen Monat oder sowas. Aber, ja. Richtig guter Transfer. Richtig guter Transfer. Aber ich meine, Lamine Camara ist glücklich und er ist auch nicht unglücklich geworden dadurch, dass Hossein Utal dann wieder gegangen ist. Hey, was willst du machen? Okay, das erste Spiel. Wir sind Dritter, wir spielen gegen den Vierten. Die müssen dieses Spiel, also wenn die noch irgendwie eine Chance haben wollen aufzusteigen oder direkt aufzusteigen, dann müssen die dieses Spiel unbedingt gewinnen mit 57 Punkten, um zumindest an uns dran zu bleiben. Und wir müssen dieses Spiel gewinnen, um auf einen Punkt an St. Helm oder da vorne mit ranzurücken. Gymnasia ist jetzt noch dazwischen. Wir gucken nochmal, wie die so drauf sind, ob die irgendwie, ja, die sind so mittel drauf, ne? Haben das letzte Spiel gerade 0-0 gespielt, davor 1-0 gewonnen, dann nochmal 3-1 verloren, aber gegen St. Helm. Übrigens, hier ist St. Helm der Tabellenführer. Guckt euch mal diese Form an. Guckt euch mal diese Form an. Die haben seit Juli nicht mehr verloren. Seitdem, am 1. Juli haben die das letzte Spiel verloren. Und jetzt haben sie gerade zum Glück mal wieder unentschieden gespielt, was uns die Chance gibt, dran zu kommen. Aber wir werden hier am vorletzten Spieltag, haben wir das direkte Duell. Also wenn es da noch um was geht, das wird krass. Das wird krass. Okay. Dann lass uns mal überlegen. Also, Spiel gegen den Tabellenvierten. Ich glaube, ich möchte eigentlich gar nicht so wirklich was ändern. Basan Vera zusammen vorne drin mit Chidi Akuneto, der es als hängende Spitze wirklich ganz gut gemacht hat. Dahinter, ich hätte fast Darwin Núñez gesagt, Patricio Núñez. Im letzten Spiel doppelt getroffen. Ayala als vorgeschobener Spielmacher. Dann Wilder, der wieder zurück ist. Der war im letzten Spiel nicht mit dabei, weil er auf Länderspielreise war. Mit Peru ist wieder nominiert worden für die peruanische Nationalmannschaft. Wir haben Lamine Camara, der jetzt zufrieden ist.
als Mesala auf angreifen. Die Mannschaft stellt sich im Grunde von selbst auf. Ich habe auf jeder Position ist mittlerweile den besten Spielen, den wir haben. Nur halt die Torwartposition ist da so ein bisschen offen und eben Juan Manuel Vázquez ist verletzt. Molina rechts, Datola, unser Kapitän, zusammen mit dem von Boca Juniors ausgeliehenen Aranda in der Innenverteidigung. Linksverteidiger spielt natürlich Fernandes und damit gehen wir rein ins Spiel. Also, das ist ein Pflichtsieg, wie eigentlich jedes Spiel jetzt. Alles Gute da draußen, habt Spaß. Nein, wir schulden denen noch etwas. Geht raus und rächt euch. Auf geht's. Und wir gehen rein. Aranda, jetzt schon gut. Jetzt schon gut, Mann. Komm schon, Jungs. Komm schon. Dritte Minute, vielleicht die erste Chance für uns. Kamara verliert den Ball gegen Lopez Garcia. Wilda Cartagena ist da und verliert den Ball auch. Rivero. Oh, gut gespielt. Rivero. Oh, 0:1. 3 Minuten gespielt und wir liegen jetzt schon hinten. Ja. Na, 2 dämliche Ballverluste. Datola lässt sich rausziehen. Aranda verliert den Zweikampf. Im Grunde waren das 3 oder 4 individuelle Fehler nacheinander. Und damit steht es 0:1. Uff. Ich hoffe, dadurch lassen die Jungs sich jetzt nicht verunsichern. Wir sind eigentlich stabil genug. Schöner Ball von Ayala auf Basanvera. Basanvera! Seht ihr, dieser Ball von Ayala? Richtig gut. Richtig gut. Kamera, Molina über rechts. Flanke kommt, Basanvera knapp drüber. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt schon. Es gefällt mir jetzt schon eigentlich ganz gut. Das einzig Ärgerliche ist das Gegentor. Oh nein. Was hat er? Oberschenkelverletzung. Ich frage mich gerade, habe ich Krupschi nicht mitgenommen? Habe ich Krupschi vergessen? Sieht ganz danach aus, ne? Aber Basanvera hat sich jetzt verletzt. Oberschenkelverletzung. Das ist natürlich sehr bitter. Und der einzige Stürmer, den wir jetzt noch mit dabei haben, ist Milton, ne? Ja, Vázquez ist leider verletzt. Ja, wir müssen Milton bringen. Oder haben wir noch irgendeine andere Option? Eigentlich nicht. Na gut, theoretisch können wir Núñez in den Sturm stellen. Aber dann haben wir keinen Zehner. Piteo könnte Zehner spielen. Nee, komm. Wir bringen Milton rein. Obwohl er mich in den letzten Wochen echt nicht überzeugt hat. Vielleicht schlägt er heute seine Stunde. Oh Mann, ey, das Spiel könnte nicht viel bitterer anfangen. Es ist der Klassiker im FM, ne? Wenn du nach 2 Siegen den FM ausmachst und ein paar Tage später wieder anmachst, dann verlierst du das nächste Spiel natürlich. Ich hoffe, dieser Mythos bewahrheitet sich hier nicht. Jetzt kommt wieder Ginasia über links. Carrizo gegen Chiliaconeto, Flanke kommt, zweiter Pfosten, Fernandes verliert das Kopfballduell, aber Gattas kann den Ball zum Glück fangen. Mal aufmuntern hier, ermutigen. Ja, sehr ausgeglichenes Spiel tatsächlich. Wir haben zwar mehr Almirante-Highlights gesehen, aber das Spiel insgesamt ist ziemlich ausgeglichen. Hernandez, der bisher nicht so gut aussah. Langer Ball auf Chilis und auch der Ball kommt nicht an. Wirkt tatsächlich ein bisschen verunsichert, ne? Kamera auf Chidi. Wilder, Datola rechts raus. Molina. Datola links außen hat Fernandes viel Platz. Kamara verliert den Ball schon wieder. Was ist denn mit Lamine Kamara los? Vielleicht ist er doch ein bisschen traurig darüber, dass sein Bronze verlassen hat. Guzman. Ah, Molina gewinnt den Zweikampf. Oh, Wilder verliert den Ball. Das kann doch nicht wahr sein. 2:0. Oh mein Gott, was ist denn los? Da holt er sich den Ball eigentlich ganz gut, spielt ihn auf Datola, der auf Wilder und... ja. Ach du Scheiße. Eieieiei. Beim ersten Tor sah er auch schon nicht gut aus, nun ist schon müde. Ach Leute, ey. Hab keinen Bock auf Playoffs. Zillis. Auf Ayala. Hoffentlich fällt ihm was ein. Wilder, mach keinen Scheiß. Fernandes. Leg ihn auf Ayala, der weiß, was zu tun ist. Macht er nicht. Aranda. Datola, rechts raus. Kamara. Wilder. Jetzt Molina. Uns fällt nicht wirklich was ein.
GD nimmt den Ball super mit. Im Zentrum wartet Nunez. Molina könnte flanken, macht er auch. Zweiter Pfosten, Milton, aber ganz schwacher Kopfball. Das ist einer für Giovinni. Oh Mann, Nunez ist platt. Ich habe mich eben noch über unsere Kaderbreite gefreut und jetzt, ja. Jetzt sieht das gar nicht gut aus. 0-2 zur Halbzeit. Oh Mann, ey. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich erwarte eine bessere zweite Halbzeit. Natürlich. Fäuste ballen. Nee. Was kann ich machen? Mit dem Finger zeigen. Ich erwarte eine bessere zweite Halbzeit. Ich bin unzufrieden. Ich bin stocksauer. Das ist natürlich bitter. Ihr wart nicht gut genug. Unser Mittelfeld ist traurig. Nunez dürfen wir nicht rausnehmen. Er will dann das natürlich mit der 6,4. Aber ich glaube, wir werden jetzt erstmal noch nicht wechseln. Wir schauen uns das nochmal ein bisschen an. Ich gehe mal eine Stufe hoch auf kontrolliert. Ein bisschen mehr Risiko gehen generell. Ein wenig vertikaler. Geduldig spielen drin. Ich habe geduldig spielen drin. Vielleicht nehmen wir das tatsächlich auch raus. Wobei, nee, das lassen wir mal drin. Wir sind ja eigentlich sollten wir darauf warten, dass unsere technisch starken Spieler den richtigen Pass finden. Insofern lassen wir das erstmal noch drin und schauen uns das nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten an. Aber die erste Halbzeit war doch schon mal sehr ernüchternd. Und damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Oh. Wenn er sich fallen lässt, gibt es einen Elfmeter. Ups. Scheint direkt ein Highlight zu sein hier. Er ist alles sehr eng da, ne? Chidi. Schöner Ball. Chidi, kann er den machen? Lässt sich ein bisschen zu weit nach außen treiben. Immer mal eine Möglichkeit. Ayala setzt sich da super durch und spielt den Ball dann in den leeren Raum. Okay. Vielleicht machen wir es mal ein bisschen breiter tatsächlich. Um da ein bisschen auseinanderzuziehen. Es wirkt sehr kompakt, was Gymnasia da macht. Jetzt sind 60 Minuten durch und wir kommen hier nicht wirklich... Es passiert nicht wirklich viel. Nehmen wir geduldig spielen raus. Dafür passen die Tiefe rein. Nunez macht gar kein gutes Spiel. Auch schon ziemlich platt. Müssen wir gleich mal rausnehmen. Kamera, langer Ball. Das ist Milton. Milton! Anschluss! 67. Minute. Auf einmal geht's dann ganz schnell. Kamera, überlegt nicht lange. Spielt den langen Ball. Und Milton, oh, was ein Ding! Den nimmt er an und dann nimmt er den Volley. Was ein geiles Tor von Milton. Jetzt weitermachen, Jungs. Komm. Ayala. Wieder Ayala. Fernandes links draußen. Das ist Wilder. Chidi zurück auf Datola. Wilder. Datola. Kamara. Und der nächste gute Ball. Nunez. Macht er selbst. Macht er nicht. Chidi. Ausgleich. Chidi Akuneto. Wir sind noch da. Wir sind noch da. So nämlich. 5 gute Minuten und Almirante Brown ist wieder im Spiel. Geiler Ball von Kamara wieder. Nunez überlegt. Er macht das genau richtig. Zieht nicht ab, legt den Ball zurück auf Chidi, der viel besser positioniert ist. Ganz, ganz, ganz stark von Nunez, ganz stark von Kamara. Und Chidi vollendet diesen super Angriff. Jetzt haben wir noch 20 Minuten, um das Ding hier zu drehen. Jetzt haben wir hier noch 20 Minuten. So, Nunez ist müde. Ich denke, den nehmen wir mal runter. Ich denke, wir nehmen Nunez mal runter. Mann, ey, direkt so viel Drama hier im ersten Spiel. Ich möchte eigentlich nicht Matthias Piteo bringen, weil der Junge ist nicht gut. Der Junge ist wirklich nicht gut. Zumindest hier in den letzten Wochen hat er echt keine Leistung gezeigt. Aber ich denke, wir haben kaum eine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen ihn bringen. Wir müssen Piteo bringen. Macht er. Heute ist Piteos Tag. Ayala offensiv, der kann leider nicht auf der 10 spielen. Das hätte ich sonst gemacht, dann hätte ich Romero auf die 8 gestellt, aber leider kann Ayala das nicht. Wir könnten höchstens, das ist vielleicht eine Idee, und dann hier Romero bringen. Das können wir machen. Ja, so entweder, wie fit ist Wilder noch? Vielleicht machen wir es einfach mal so. Ayala als vorgeschobener Spielmacher auf Angreifen, Wilder als Box-to-Box, dann Kamara als Mesala und dahinter dann nur noch Gil Romero, der den BEM auf Verteidigen macht. Wobei der ist kein BEM eigentlich, eher so ein defensiver Mittelfeldspieler auf Verteidigen. Das machen wir mal so. Und ansonsten, ja gut, Kamara ist auch relativ platt, aber ich denke, Kamara geben wir noch ein paar Minuten, weil der gerade wirklich sehr gut ist. ZMA können wir auch machen. Ich habe ihn aber sehr gerne als Spielmacher, ne, weil der Junge ist ein Spielmacher. Wir versuchen es mal so. Und dann können wir gleich vielleicht nochmal Velez bringen zum Beispiel. Für Kamara. Jetzt erstmal eine Ecke Fernandes. Auf
den zweiten Pfosten. Da wartet Milton, kommt nicht ran, Ayala. Molina. Wieder Fernandes. Wilder. Oh nein. Unser Ball. Unser Ball. Randa, langer Ball. Das ist wieder Milton. Oh, Junge. Die Ballannahme wieder richtig gut, ne? Die Ballannahme wieder richtig, richtig gut. Warte, ich muss einmal. Zack. Zack. Was hat er für eine Annahme? Ich glaube irgendwie 12 oder sowas. Langer Ball. Da ist wieder Milton. Gut weitergeleitet. Das ist Chidi. Oh, Chidi, Junge. Was war das denn? Milton hat Ballannahme 10. Er hat einen guten Tag heute. Und das ist wichtig, dass er heute einen guten Tag hat. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Okay. Wollte gerade wechseln. Langer Ball. Der nächste lange Ball auf Milton. Der macht ihn da vorne fest, überlegt, dreht sich. Ayala! Ayala! Oh mein Gott. Jungs. Fernandes, mit der Ecke. Ecken bringen nichts bei uns. Gar nichts. Zweiter Pfosten. Ich habe gehofft, das ändert sich, wenn ich das sage. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Jetzt wollte ich schon wieder wechseln. Jetzt gibt es das nächste Highlight. Ist da was? Ich wechsle jetzt, bevor das Highlight läuft. Wir nehmen Kamera tatsächlich mal runter, bringen Welles. Will das ebenfalls jetzt ein bisschen müde. Ich glaube, der muss durchspielen. Da gibt es nicht wirklich eine andere Option. Höchstens so. Wir können Medina bringen und Romero einen vorziehen. Das machen wir mal. Fernandes ist müde, dann bringen wir Vera. Damit haben wir unsere 5 Wechsel. Also, letzten 7 Minuten. Nochmal powern. Fernandes. Auf Milton. Wieder Fernandes. Jetzt eine Flanke. Da ist die Flanke. Das ist Chidi Akoneto. Oh, warum, Junge? Die Kurzecke ist offen, Chidi. Köpft ihn direkt in die Arme des Keepers. 5 Minuten noch zu spielen. Nochmal anfeuern hier für die letzten 2 Minuten. 5 Minuten Nachspielzeit. Passiert hier noch was? Noch 2 Minuten. Letzte Minute. Oh, es gibt noch mal eine Ecke. Ayala bringt ihn rein. Komm schon. David. Eine schöne Ecke. Zweiter Pfosten. Kommt nicht. Zweiter Ball. Molina. Romero. Rechts raus. Ayala mit sehr viel Platz. Am zweiten Pfosten wartet. Celis. Velez! Rodrigo Velez! 95. Minute. Almirante Brown macht das Führungstor. Oh, Junge, wieso müssen wir das so spannend machen, ey? Ayala hat so viel Platz. Velez dreht sich gerade reingekommen. Mit seinem frischen rechten Bein knallt er das Ding in die lange Ecke. Und damit haben wir das Spiel gedreht. Pfeif ab, Junge. Er pfeift nicht ab. Yes, er pfeift ab. Er pfeift ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Damit habe ich nicht gerechnet nach der ersten Halbzeit. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir gewinnen dieses Spiel mit 3-2. Chidi trifft, Milton trifft und Velez trifft. Und damit bleiben wir sowas von dran an der Spitze. Damit bleiben wir sowas von dran. Wie wir zurückgekommen sind, war ausgezeichnet. Ich bin stolz auf euch. Aber sowas von. Aber sowas von. Was? Eine geile Leistung in der zweiten Halbzeit. Jetzt schaut euch mal die Tabelle an. Wir haben einen neuen Tabellenführer und zwar Gimnasia IS Grima ist jetzt vorne. 2 Punkte vor uns. Wir sind dran an San Telmo. 1 Punkt hinter denen, 2 Punkte hinter Gimnasia. Uff. Und das waren Big Points. Das waren richtige Big Points, die hoffentlich auch gut für die Moral sind. Und Basanvera ist jetzt leider 4-5 Wochen draußen. Scheiße. Oh nein. Basanvera 4-5 Wochen draußen. Was machen wir? Ja gut, ich meine, Milton hat's gut gemacht. Milton hat's gut gemacht. Vielleicht müssen wir uns gar nicht so große Sorgen machen. Wir überlassen ihn mal den Physios. Vielleicht ist er zum letzten Saisonspiel noch mal da oder sowas. Aber Basanvera, muss man auch sagen, diese Saison tatsächlich eher enttäuschend. Insofern ist es, also gut, ist kein Riesenverlust jetzt. Dann können wir auch Milton spielen lassen. Und hier steht es auch. Super Joker Cities haucht Club Almirante Brown neues Leben ein. So ist es nämlich. So ist es nämlich. 1,76 XG haben wir uns auch wieder herausgespielt. Mehr Ballbesitz, mehr Schüsse aufs Tor. Am Ende war es tatsächlich ein verdienter Sieg. Mit dem Tor in der 95. Minute durch Rodrigo Velez. Geil. Geil, Mann. So, Brown erntet Komplimente. Das bin ich. Almirante Browns Teamkapitän Agustin Datola war nach dem spannenden 3-2-Sieg des Club Almirante Brown über den CA Gimnasia de IS Grima de Mendoza voll des Lobes über Yonukas Brown. Datola behauptete, Browns Worte in der Halbzeit hätten das Team dazu inspiriert, das Spiel noch zu drehen. Und so ist es nämlich. Ich denke, das kann ich komplett mir ankreiden. Ich muss noch mal gucken, wo Krupschi überhaupt ist, was mit dem los war. War der gesperrt oder so?
Muss eigentlich, ne? Ich nehme den ja nicht aus Spaß nicht mit. Ich nehme den ja aus Spaß nicht. Nicht aus Spaß nicht mit oder so. So, ich werde mal hier in die Spielanalyse gehen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rüber zum nächsten Spiel. Und zwar, das ist gegen Cordoba. Heute gibt es nicht viel Schnickschnack. Heute gibt es nur FM, heute gibt es nur Spiele. Alles, was zwischendurch passiert, interessiert uns nur so mittel. Und schlagbar. Guck mal hier, 12 Spiele und geschlagen sind wir es mittlerweile. Ja, also das sieht auch schon stark aus, ne? Das sieht auch schon stark aus. Das letzte Spiel gegen Nueva Chicago verloren. Das war übrigens das Spiel, in dem die ganzen Subs reinkamen, ne? Das hat den Coach abgelenkt. Aber guckt euch mal diese Serie an. Wenn man mal das Spiel gegen Chicago ausblendet, das ist das einzige Spiel, das wir seit dem 13.05. verloren haben. Wir haben in dieser Saison generell erst 2 Spiele verloren. Eins gegen den Club Comunicación und eins gegen Chicago. Normalerweise steigt es mit dieser Leistung halt auf, ne? Guck mal, und damit ist es jetzt schon klar, wir haben uns jetzt schon für die Playoffs qualifiziert. Das heißt, 13. werden wir mindestens. Das ist doch schon mal ziemlich nice. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, und zwar sind das die Jugendspieler. Wir haben ein paar Jugendspieler, die sich richtig, richtig gut entwickeln. Unter anderem er hier. Peralta, schau, oh, das wird immer besser. Schaut euch mal diese grünen Pfeile hier an. 17 Jahre jung, Linksverteidiger. Also, vielleicht können wir den nächstes Jahr schon ab und zu mal reinwerfen, ne? Transferwert von 3,9 bis 6 Millionen. Das ist schon richtig viel, ey. Das ist schon richtig viel. Physisch wird es jetzt auch immer besser. Grüne Pfeile steil nach oben. Einsatzfreude ist richtig gut und auch technisch lernt er sehr, sehr, sehr schnell dazu. Was natürlich hilft, ist, dass der Junge sich voll auf Fußball konzentriert. Das ist ein sehr professioneller Mann oder Junge mit seinen 17 Jahren. Nächstes Jahr wird er dann 18, dann wird er wahrscheinlich auch seine ersten Einsätze bekommen. Vielleicht verleihen wir ihn nächstes Jahr oder so. Oder wir lassen ihn schon spielen. Schauen wir mal, wie das mit Ramiro Fernandes aussieht in der nächsten Saison. Ob der fit ist, ob er geht, ob er bleibt. Aber der Junge hier ist auf jeden Fall schon mal eine Alternative. Und außerdem haben wir noch ihn hier, Gustavo Macias, ein Rechtsaußen oder ein Stürmer. Der wird ebenfalls nächstes Jahr 18, aber erst ein bisschen später im Jahr. Auch der entwickelt sich hier ganz gut. Kann Stürmer spielen. Wir haben noch Thomas Guzmán. Nicht ganz so talentiert wie die anderen beiden, aber auch eine relativ stabile Entwicklung. Hier ist Garone, den haben wir geholt. Ablösefrei. Den wollte ich gerne verleihen. Es hat sich aber leider niemand gefunden. Deswegen muss er jetzt leider in der U20 spielen. Das tut mir leid für ihn, aber es ist so, wie es ist. Ich glaube, die restlichen Spieler sind nicht der Rede wert. Aber wer halt vor allem interessant ist, den haben wir aus dem ersten Youth Intake bekommen. Alan Peralta, eine ziemliche Maschine. In der Regel verliere ich bei meinen Saves auch zwischen 13.05. und Ende August nie. Könnte daran liegen, dass ich da meist Sommerpause habe. Oh Junge. Oh Mann. Nennt man das schon eine Serie? Ich glaube schon. So. Gaston Romero steht gerade etwas neben sich. Er glaubt, dass er öfter in der Stadt stehen sollte. Ja, was sagen wir Gaston? Den haben wir ja geholt für die Kaderbreite als Rotationsspieler. Ist ein guter Kaderspieler eigentlich, ne? Ich frage erstmal Datola, ob er das vielleicht für uns lösen könnte. Okay, Datola konnte die Unzufriedenheit nicht lösen. Dann werden wir mit dem Jungen doch mal reden. So, sie sehen in letzter Zeit etwas niedergeschlagen aus. Haben sie etwas auf dem Herzen? Ich sollte ja eigentlich ein Stammspieler sein, aber meine Spielzeit hat das nicht wirklich wiedergespiegelt. Was ist denn nur los? Ich denke, ich sage ihm, es wäre besser, wenn sie bereit wären, von nun an die Rolle eines Rotationsspielers zu akzeptieren, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, was zuvor vereinbart wurde. Ich glaube, das sage ich mal, weil Stammspieler wird er wohl eher nicht. Das kann ich machen, klingt für mich in Ordnung, super. Und da sieht man auch mal, was es bringt, wenn die Kaderatmosphäre super ist, denn dann akzeptiert ein Spieler sowas auch mal ganz gerne, denn die Atmosphäre mittlerweile ist wirklich verdammt gut. Exzellente Atmosphäre haben wir im letzten Stream schon gesehen. Teambuilding ist super und auch die Unterstützung für den Trainer ist mittlerweile schon ein ganz Stück über dem Mittel. Es gibt mittlerweile ein paar Spieler, die uns unterstützen, vor allem Núñez und Basanvera. Tendenz steigend. Mittlerweile gibt es gar keinen mehr, der sich gegen uns stellt. Das ist schon richtig, richtig gut. Wie sieht es mit den sozialen Gruppen aus? Ja, auch das ist geil. Wir haben eine Kerngruppe und eine kleine Nebengruppe, aber dass alle Spieler oder die meisten Spieler in einer Kerngruppe sind, ist ebenfalls sehr, sehr, sehr nice für den Zusammenhalt. Für das Teambuilding. Also sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Im nächsten Spiel treffen wir auf Central Córdoba de Santiago del Estero. Die sind 18, da sind die. Wie läuft so bei denen? Oh, ganz gut, guck mal. Haben die letzten 6 Spiele nicht verloren und haben nie mehr als ein Gegentor bekommen. Ich glaube, diesen Cervetto, den müssen wir mal scouten, ne? Der sieht ja richtig stark aus. 32 Tore, hat sich schon wieder doppelt getroffen. What the fuck? Können leider keine Statistiken über den Mann sehen, aber der ist ja eine übertriebene Maschine. 30 Einsätze, 32 Tore, 10-mal Spieler des Spiels. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, immer noch diese Co-Trainer-Geschichte. Was ist denn mit dem hier? Möchte der gerne Co-Trainer werden bei uns? Das wird doch was. Hätte Bock. Hätte er. Ja, sonst hätte er sich ja nicht beworben, ne? Das nehmen wir mal raus. Und dann sagen wir mal 41.000. 43.000. 47.000. Das ist ein Deal und damit hätten wir auch einen neuen Co-Trainer. Der sah doch ziemlich, ziemlich stark aus eigentlich. Christian Anaya, Reserve-Co-Trainer bei Gimnasia.
So, gleich enden auch die Probetrainings der Spieler, die wir in den, die wir von den Beratern angeboten bekommen haben. Lamine Kamara ebenfalls sehr gut drauf. Auch der, man muss wirklich sagen, die Transfers, die wir vor der Saison gemacht haben, ich habe ja auf YouTube habe ich das Video oder die Videos ja genannt, die beste Transferphase der Geschichte. Und irgendwie war es das dann auch, ne? Die sind alle richtig, richtig gut gewesen. Haben alle genau das gebracht, was man gehofft hat. Mittlerweile spricht Lamine Kamara auch fließend Spanisch. Ich wusste gar nicht, dass das Esportini mit einem kleinen E geschrieben wird. Das sieht so aus, als wäre das nur eine virtuelle Nation. Eswatini. So, Sifiso verlässt den Verein. Was machen wir? Nee, machen wir nicht. So, dann haben wir Perez. Perez wäre jemand, den wäre es interessiert. LA Galaxy ist interessiert unter anderem. Dann noch ein paar brasilianische Vereine und CD Palestino. Puh, der sieht ziemlich gut aus. Wir packen den mal mit auf die Auswahlliste. Ablösefrei. Zack. Dann hatten wir noch Hugo Palacios. Kann auch Zehner spielen. Wobei von diesen Spielertypen haben wir eigentlich schon relativ viele. Ist aber konstant. Guter Spieler für die erste Liga. Komm, wir schreiben den auch mal mit auf die Auswahlliste. Wer weiß, wann wir ihn nochmal brauchen könnten. Naida Moreno. Glaube ich nicht unbedingt. Liasse. Technisch natürlich eine ziemliche Maschine, mental dafür gar nicht. Ich glaube, das lassen wir mal. Dann haben wir noch Luis Jao. 20 Jahre jung. Talentiert. Aber noch nicht da, wo wir ihn bräuchten. Okay. Oh, und der nächste, der uns zufrieden ist, Alan Barrinuevo, steht gerade etwas neben sich. Er ist traurig, weil er nicht gespielt hat. Tatsächlich Einsatzzeit und Rotationsspieler. Scheinbar haben wir auch dem gesagt, dass er ein Stammspieler ist. Ich frage ihn mal, was ist los? Was ist los? Er möchte zur Leihe zu einem anderen Team. Ich brauche sie als Backup und werde sie nicht verleihen eigentlich, ne? Also eigentlich ist Alan jemand, der nicht ganz unwichtig ist. Sobald sich jemand verletzt, ist er halt drin. Ja komm, wir brauchen sie als Backup. Sie können das leicht sagen. Es ist ja nicht ihre Karriere, die ins Stocken gerät. Ich brauche eine Ausleihe. Okay, Bro, dann spielst du. Ich möchte ihn nicht gehen lassen. Wobei, eigentlich geht es ja nur noch um dieses... Egal, komm. Wir versprechen ihm mal Einsatzzeiten, ob wir das Versprechen halten. Schauen wir mal. Okay, nächstes Spiel gegen Cordoba. Bazan Vera ist ja leider verletzt. Wir könnten Milton aufstellen. Jetzt natürlich Dennis da mitnehmen. Und den nehmen wir noch mit. Piteo ebenfalls verletzt. Nehmen wir auch Cardoso mit. Also wir haben zwei Optionen. Entweder wir lassen Milton spielen, der es im letzten Spiel super gemacht hat, oder wir stellen Krupschi auf. Das sind die beiden Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, wir belohnen Milton mal für sein gutes letztes Spiel. Wenngleich er wahrscheinlich gehen wird am Ende der Saison, aber ich glaube, das ist eigentlich die bessere Option. Krupschi ist jemand, den man super bringen kann. Dann irgendwie nach 60, 70 Minuten. Okay, ich glaube, ansonsten lassen wir die Mannschaft aber so, wie wir es im letzten Spiel gemacht haben. Celis, Chidi, Nunez, Ayala, Wilder, Kamara, Molina, Datola, Aranda und Fernandes links. Gattas im Tor, weil Martinez immer noch verletzt ist. Let's go! Wir gehen rein. Zweites Spiel des Tages. Und natürlich ist auch hier wieder ein Siegpflicht, um vorne dran zu bleiben. Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen, da gibt es keine Ausreden. Genauso sieht es nämlich aus. Die Fans, die sind hier sehr leidenschaftlich und die erwarten Siege. Nunez. Auf Fernandes. Ayala. Oh, schöner Ball. Nunez. Ah, hält den Ball zu lange. Milton ist da. Dritte Minute. Und Almirante Brown führt schon wieder. Es war die richtige Entscheidung, auf Milton zu setzen, ne? Nunez super im Zusammenspiel mit Fernandes und Ayala. Ah, der Ball von Ayala. Ich sag's euch. Ayala ist eine Maschine. Er ist so eine Maschine. Abpraller. Und Hamilton macht ihn. Freistoß Ayala. Oh, der ist gut, Aranda. Schade. Wir spielen dich hier absolut an die Wand. Die haben bisher gar keine Chance. Patricio Nunez. Molina. Ah, ich kann ihn ja leider nicht ganz durchstecken. Montenegro. Montoya, wisst ihr was? Ich glaube gegen die. Die wirken so unsicher. Chidi. Nunez! Macht ihn nicht. Ich mach das Gegenpressing rein. Ich glaube, wir können fast generell mit Gegenpressing spielen. Ich denke, dass unser Kader das mittlerweile echt hergibt. Haben mittlerweile eine ganze Menge Einsatzfreude da vorne drin. Vor allem auch Wilder, der jetzt ein bisschen weiter nach vorne geschoben wurde. Ayala kann gut pressen. Kamara ist, glaube ich, auch relativ einsatzfreudig. Na, 13 immerhin. Teamwork 10, okay. Kamera mit Abstrichen. Aber ansonsten geht das schon klar.
Nunez. Ja. Wir bauen es ruhig auf von hinten. Ayala hat Platz. Oh, was für ein Ball. Was für ein Ball. 2:0. Und es ist wieder Milton. Der Junge kommt zur besten Zeit der Saison in den richtigen Lauf. Milton Sillies. Ganz, ganz, ganz stark. Aranda auf Ayala. Der dreht sich einmal, muss gar nicht lange gucken. Der weiß schon, wo Milton steht. Milton braucht nur einen Kontakt. Zack, lange Ecke 2:0. Wir spielen uns in einen Rausch. Ayala wird geklärt. Fernandes nimmt ihn mit der Brust an. Und macht das 3:0. Junge, 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 Junge. Da sah der Keeper nicht so gut aus. Fernandes, oh Junge, das macht er aber auch stark. Das macht er aber auch verdammt stark. Stellt sich erstmal in der Foto, jetzt Milton gerade nicht eingewechselt. Ja, ne? Ich habe Milton eigentlich schon gar nicht mehr vertraut. Der sah vor allem im ersten Saisondrittel sah er wirklich nicht gut aus. Aber mittlerweile ist er unser bester Stürmer. Da ist er wieder. Milton, links raus auf Fernandes. Jetzt verteilt er da vorne sogar die Bälle. Fernandes stoppt ab. Zurück auf Aranda. Nimmt das Tempo raus. Chidi muss noch. Ja, stimmt. Fast ein Fehlpass von Aranda. Bleiben wir Ballbesitz. Mann, die sind auch so weit weg. Die sind so weit weg. Ja, das ist natürlich abseits. Molina klärt. Montoya Leguizamon. So einen haben wir auch. Ach, die Bayern kommen auch nicht durch, ne? Guck ich nebenbei. Sillies. Oh, Nunez. Bleibt hängen. Ayala mit der nächsten Ecke. Im zweiten Pfosten wartet natürlich Milton. Oh, ich dachte, es gibt Elfmeter. Nächster Freistoß. Junge, so viele Freistöße hier. Ayala direkt an die Latte. Milton. 4:0. Hattrick. Milton. Und Ayalas Freistoß. Ich weiß gar nicht, ob er dafür einen Assist kriegt. Für das Ding. Der war schon geil, ne? An die Latte. Milton wartet dann am langen Pfosten. Hat das Ding. Und macht ihn natürlich rein. Was ist denn los hier? Jetzt tun wir richtig was für die Tordifferenz. Ja, was soll ich da noch sagen? Weiter so, Jungs. Ganz, ganz, ganz starke Leistung hier. Und ein richtiges Statement im Aufstiegskampf. Und ich meine damit, wenn wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen, damit wären wir Erster. Weil San Telmo wieder nicht gewonnen hat. Guck mal. Wir wären damit Erster. Vier Spiele vor Saisonende. Und könnten es aus eigener Kraft schaffen, den direkten Aufstieg hinzukriegen. Aber noch sind wir nicht so weit. Ein paar Spiele haben wir noch vor uns. Ah, jetzt machen sie nochmal einen. Gonzalo Torres im Tor. Das waren die 0,78 XG wahrscheinlich gerade, ne? Ansonsten hatten sie nicht wirklich Abschlüsse. Ich glaube, wir sollten jetzt mal ein bisschen wechseln. Zum einen können wir mal das Gegenpressing rausnehmen und das Pressing generell, dass wir ein bisschen, ja, dass wir da ein bisschen die Intensität rausnehmen, dass wir uns jetzt nicht verletzen. Gehen mal auf neu formieren und das ist, glaube ich, okay soweit. Zögern, seltener dribbeln, nicht noch umgekloppt werden von irgendjemandem. Kamera nicht, nehmen wir mal runter. Außerdem Barinuevo kommt. Vielleicht bringt das ja was, dass er ein bisschen zufriedener ist. Ich glaube, Fernandes nehme ich ebenfalls runter. Der ist sehr wichtig. Ja. Romero und Barinuevo, beide unzufrieden, kommen jetzt beide rein. Ich hoffe, ich rotiere jetzt nicht zu früh. Nicht, dass Cordoba jetzt nochmal kommt über Martinez. City ist sehr weit weg da. Danke, kommt. Gartas hält. Viele Highlights jetzt doch nochmal. Oh,
Kopfball aus 16 Metern von Dennis. Danke. Oh, schade. Elfmeter! Molina wird gefoult von Vasquez und jetzt darf Wilder nochmal zum Elfmeter antreten, um hier ein 5:1 draus zu machen. Macht er ihn? Er macht ihn nicht. So, Molina verletzt. Wir bringen mal Medina, den 16-Jährigen, der mittlerweile 17-jährig ist. Ja, und weiter geht's. Schade, Wilder. Den kannst du machen. Oh, viel Platz da im Mittelfeld, ne? Oh, Gattas ist wieder da. Und wieder ist Gattas da. Jetzt sind noch 10 Minuten zu spielen. Ich glaube, ich nehme mal Wilder runter. Damit der sich nicht verletzt. Jetzt haben wir 5-mal gewechselt, ne? Gehen wir nochmal auf Zeitspiel. Oh, langer Ball nochmal auf Milton. Kein Abseits. Macht er nicht den vierten. Geile Frise hat Medina, ne? So ein schönen Iro. Letzte Szene, nochmal ein Freistoß. Gattas ist da und das Spiel ist durch. Durch einen Hattrick von Milton gewinnen wir dieses Spiel hier mit 4:1. Ja, wie gesagt, ein richtiges Statement im Aufstiegskampf. Ein schöner Sieg, Jungs, gut gemacht. Wir schauen kurz auf die Tabelle und sehen... Ah, San Telmo hat doch noch gewonnen. Guck mal. Ja, wir haben ein Spiel weniger als San Telmo. Aber wir sind absolut da vorne dran. Wir sind absolut da vorne dran. Es sind jetzt noch 4 Spiele zu gehen. Wir sind mega gut in Form. Puh. Und ich habe ein gutes Gefühl. Ja, es liegt absolut in der Hand des Teams. So ist es. Was hat Molina? 8 Tage bis 2 Wochen. Guckt euch mal diese Verletztenliste an, ne? Absoluter Wahnsinn. So langsam wird es tatsächlich ein bisschen eng. Ich hoffe, dass Molina vielleicht dann spielen kann. Verletzt bei einem Tackling an ihm. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ihn ja fit. Ayala steht vor der Prämie für direkte Torbeteiligung, kriegt da nochmal knapp 20.000. Milton richtig gut in Form. Ganz, ganz, ganz stark Milton. Würde er verlängern eigentlich? Nee. Da sein Vertragsende kurz bevorsteht, sondiert er seine Option für die Zukunft. Schade, ne? Schade. Also jetzt die letzten Spiele sahen wirklich logischerweise sehr stark aus. Der Nigeria-Trainer war da und hat sich Chidima angeschaut, weil ihn gerne in seinen Nigeria-Kader holen möchte. Das wäre doch was. José Pesero. Portugiese, dann eher José. Wobei Chidi in den letzten Spielen ein bisschen abgetaucht ist, ne? Ein bisschen. Im nächsten Spiel haben wir dann Club Almagro. Wo sind die denn? Da, 10. sind die. Auch nicht so schlecht. Ist uns aber egal. Ach, das sind die mit dem Cervetto. Ah, den haben wir uns jetzt mal angeschaut. Warum ist der so gut? Ja, schnell, gutes Dribbling, guter Abschluss. Gute Kopfballtechnik noch mit dazu. Ja. Mal die Passmap angucken. Ach, guck mal hier, wie schön man sieht, dass alles über Ayala geht, ne? Wie gut der sich eingefügt hat, ist einfach nur mega. Also es ist mega nice. Alles geht über ihn. Also wenn wir über links spielen, dann ist Ayala immer mit dabei. Er hat, glaube ich, im letzten Spiel auch wieder eine gute Leistung gezeigt, ne? Was hat er gehabt? 8,1. Eine Vorlage. Sind die Medien Brown inzwischen auf Platz 1? Ich glaube schon, ja. Ja, guck mal, die Medien geben uns mittlerweile dann auch eine 1,25er-Quote. Wir sind offiziell besser als Belgrano. Es wäre also nur richtig und wichtig, wenn wir hier aufsteigen würden. 1,25er-Quote mittlerweile. Ayala, bester Spieler der Liga. Und dann Chidi, wer ist er hier? Octavio Bianchi. 19 Tore gemacht. Schicken wir mal einen Scout hin. Und wer hier wieder enttäuscht dieses Jahr, ist tatsächlich Belgrano, ne? Also die werden von den Medien jedes Jahr gehypt. Aber da ist irgendwie nichts hinter. Dieses Jahr sind sie ein bisschen besser als letztes Jahr. Haben sie es ja gerade noch geschafft, irgendwie in die Playoffs zu rutschen. Dieses Jahr immerhin Platz 6, aber sind weit davon entfernt, irgendwie um den Titel hier mitzuspielen. Das ist schon sad. Okay, Barinuevo möchte wechseln am Ende seines Vertrags. 24 wird er dann wahrscheinlich gehen. Müssen wir uns bis dahin mal einen Ersatz suchen. Ich wollte nur wissen lassen, dass meine Option ausloten werde, sobald mein Vertrag ausläuft. Wir kommen doch super miteinander klar und ich hoffe, das setzt sich fort. Ich weiß nicht, warum sie das denken, aber da muss ich widersprechen. Okay!
Naja, sorry, dann tschüss. Wie sie damit umgegangen sind, hat mich echt enttäuscht. Ich bin jetzt eher noch entschlossener als vorher. Ich bin dann mal weg, tschüss. Ich denke, das kann ich komplett mir ankreiden.